Und ersten zweiten Advent, ne? Oh, zweiter Advent, verdammt. Der erste Advent, der war ja schon im November. Mensch, Dankeschön, dass ihr weiterhin zuschaut und euch die Vielfalt meiner Mützen gönnt. Ja. Vierter Advent? Ach, vierter Advent, vierter Dezember. Ja. Ja. Ich esse Schokolade. Ihr wisst Bescheid, wie das läuft. Hier ist die 4, die habe ich schon. Hier unten ist die 4, haben wir schon gesehen. Und ja. Ich habe mir die Eier gerade ein bisschen zerquetscht. Machen wir das einfach mal ganz gemütlich auf und gucken, was für eine Form wir haben. Das ist immer die gleiche Schokolade. Das ist, okay, jetzt muss ich aufpassen, dass ich die Tür nicht kaputt mache. Ich will sie nur öffnen, nicht ausreißen. Ist das ein Mond? Mond, oder? Also keine Ahnung. Ja, doch, ist ein Mond. Ja, die Kamera ist halt irgendwie so. Ich sehe das halt nicht so gut. Ah. Muss man die Horizontale einfach umkehren. Passt immer gut. Ist immer gut. Hi! Und damit willkommen Moin. zum heutigen Gameplay. Schach spielen wir. Und ich habe einen Gast. Backpack Banger ist mein Name. Besser Backpack-Bänge. bekannt als Speedorino BPB. Ich schlag heute eine Dame. Richtig, du schlagst halt meine Dame. Ich bin gespannt. Ja, wir spielen Schach. Kleiner Spoiler. Julian ist besser als ich. Das sind wir uns recht einig. Letztes Aber. Mal Schach gespielt habe ich aber mit dir. Das ist aber schon ein bisschen her. Ja gut, ich habe ja alles vorbereitet, Bild ist einigermaßen okay und ja, keine Ahnung, ich fange einfach ein bisschen an. Ist wirklich das zweite Türchen, was ich jetzt aufnehme und es ist Tag 4, das ist Türchen 4, aber das zweite, was ich aufnehme. Ist noch da? Ja. Weil du bist weiß, du musst anfangen. Ja, habe ich doch. Nee, bei mir ist nicht losgegangen. Ich hab was gemacht. Du musst noch ein bisschen. Nee, bei mir ist nichts passiert. Vorauszug aktiviert. Also bei mir im Video, Leute, ihr seht, ich mach was. Hä? Was ein geiler Anfang. Ja, geil, ne? Nochmal irgendwie. Soll ich mal nur auf den Link draufklicken? Ich breche mal die Partie ab. Ja. Sehr professionell, aber das schneidet jetzt erstmal nicht raus, weil das ist erstmal Unterhaltung pur. Unterhaltsamer wird es jetzt nicht mehr. Neue Gegner, kann Oh, ich. jetzt sehe ich's, jetzt sehe ich's. Ja, zu spät. Ich hab mir die Seite refreshed. Mit einem Freund spielen. Na ja, dann. Ja, ich glaube, ich muss dir nochmal einen Link schicken. Warte, keine Zeitkontrolle. Das ist jetzt sogar. Ich habe sogar im Video gesehen, dass ich das zufällig habe entscheiden lassen, welche Farbe ich bin. Das ist doch auch nochmal eine gute Sache. So, ich schicke dir einfach nochmal einen neuen Link. Das ist nicht der gleiche tatsächlich. Jetzt geht's ab. Welche Farbe kriege ich? Ah, wieder schwarz. Wieder schwarz. Dann mache ich jetzt. Mal versuche mal was anderes diesmal. Ich fange hiermit an. Stabil. Ah, jetzt siehst du es, ja, okay. Gerade eben Ja, hab. jetzt sehe ich's. Ja. Und Max, warum spielen Araber kein Schach? Weil sie einen Abakus haben. Nein, weil die Frau sich frei bewegen darf. Ah ja, okay. Du weißt, warum die Frauen sich frei bewegen dürfen? Oder die Dame auf dem Schachbrett? Hau raus. Weil der Fußboden aussieht wie eine Küche. Ich hab fast geschmunzelt. Aber die einzigen Witze, die ich vorbereitet habe. Ey, er hat was vorbereitet, geil. Also meine erste Suche auf Google Maps war Schachwitze. Und die zwei, die ich gerade gesagt habe, wusste ich vorher auch schon. Ja, Und die erste Seite, die mir vorgeschlagen worden ist, waren die 70 besten Schachwitze. Da waren vier. Drei davon waren Chuck Norris. Und Chuck Norris war einfach nur so, ja, Chuck Norris gewinnt. Und cool. Das Krass. war witzig. Nee, ich. Ich bin. Du bist ja. Ja, ich bin heute aber auch nicht mit dem Kopf dabei. Wir kriegen das hin, jetzt wird's alles fair. Ja. Ich hab auch damit angefangen, erstmal König freizuräumen. Das ist schon mal das Beste, was man tun kann. Wobei, jetzt steht ein Pferd davor. Ah, sehr gut. Ja. So, wie funktioniert mal die Rochade? Ach, keine Ahnung.
Ich glaube, das war nur auch gerade. Ah, nee. Ach so, hä, was ist gerade los? Interessant ist ja, ich habe ja Schach schon mit sehr, sehr frühen Jahren gespielt. Also meine früheste Erinnerung, dass ich gewonnen habe, war mit 4. Vielleicht habe ich es auch schon vorher gespielt. Und ich weiß, dass mir da erzählt worden ist, dass Rochade neu im Regelsatz dazu kam. Aber, und das habe ich auch bis heute nie nachgegoogelt. Bei manchen Leuten spiele ich mit Rochade und bei manchen einfach nicht. Ja, ich glaube, es lädt schon wieder, ich weiß nicht. Ne, bei mir ist alles gut. Ich hänge halt nur ein bisschen hinterher mit dem Denkprozess. Ah ja, okay, nee, es war gerade irgendwie wieder. Die Fehlermeldung, die ich gerade eben irgendwie auch hatte. Aber keine Ahnung, ich bin gerade überhaupt nicht bei der Sache, aber hey. Stark. Das Video soll ins Ewigkeiten gehen. Mit Outro und Intro dauert es dann sowieso nochmal richtig lange. Outro und Intro, bin ich ja gespannt. Ja, der Outro ist halt die Endcard und Intro. Ja, wirst du morgen sehen. Stabil. Hast du schon das Video aufgenommen für den ersten? Ja, das habe ich gestern gemacht. Hätte auch mal höchste Eisenbahn, ne? Ja, nee, ich will das immer spontan halten. Ich habe so viele Schüssen angefangen, aber gut. Ich weiß nur, beim letzten Mal, als wir Schach gespielt haben, da hattest du echt richtig seltsame Züge gemacht. Was ist normal? Oder so. Ich mach einfach mal. Ich mach einfach mal. Wenn ihr irgendwelche Struktur sehen wollt, dann seid ihr ja falsch. Vermutlich. Ich habe mal vor einem Jahr, glaube ich, habt ihr davon auch schon mal erzählt, dass ich dann eine Zeit lang irgendwie so einen Schach-YouTuber irgendwie verfolgt habe, mir so ein paar Sachen angeguckt habe, aber als ob ich Nee, davon hast du irgendwas nicht mitgenommen erzählt. habe. Hab ich dir nicht erzählt? Nee. Habe ich auf jeden Fall gemacht, aber es hat da jetzt, ja, war interessant, aber dann hat es auch schon aufgehört. Letzte, was ich schon Schach mitbekommen habe, war doch irgendwie, dass irgendwie so ein, bei der Schach-WM irgendwie so ein Typen Vibrator im Arsch hatte und deswegen disqualifiziert wurde, ich weiß nicht. Fake. Ist fake. Ist fake? Ja, vor allem das Witzige ist, das hat eigentlich wirklich jeder mitbekommen, ne? Der Guck Solmecke mal, hat bist darüber auch ein Video gemacht. wer? Christian Solmecke, der YouTube-Anwalt. Also, was heißt YouTube-Anwalt, aber der Anwalt ist ein YouTube-Kanal. Ich meine, wie soll das denn funktionieren? Soll der irgendwer D4 in den Arsch vibrieren Ja, ist halt oder irgendwie so, keine Ahnung, so vibriert so, ja, was man machen soll, keine Ahnung. was? Ja, einmal 200 Meter links abbiegen. Also einfach so, soll ich den Bauern auf A3 nehmen? Soll ich den Bauern? Nee, würde er, nee. Also kommt dann halt, wenn. Ja. Das ist hier mehr Podcast als Gameplay, Leute. Ignoriert das am besten einfach. Lass es nebenbei laufen, keine Ahnung. Guckt nebenbei ein Twilight-Schick-Video. Dann geht das, glaube ich, ganz gut. Ich mache jetzt das hier. Ja, aber was ist denn, wenn er tatsächlich mit ihm Walkie-Talkie betrieben hat, aber über seinen Arsch, mit seinen Arschmuskeln, also wenn er ihm mit dem rechten Arschbacke gezuckt hat, dann war das halt irgendwie Morsecode und dann kam bei ihm an und sie haben sich die ganze Zeit miteinander verstanden. Das ist eine Möglichkeit. Wer weiß das? Ist auf jeden Fall eine Möglichkeit. Aber ja, ich bin gespannt, was mein Kalender noch so zu bieten hat. Ein paar Ideen habe ich noch. Und der Rest wird halt, wie gesagt, alles spontan gemacht. Ja, hoffentlich ziehst du auch durch, ne? Das auf jeden Fall, das auf jeden Fall. Nicht, dass du am 7. merkst, so, oh, ich habe ja gar keine Ideen mehr. Ach doch, im Zweifelsfall einfach irgendwelche Spiele auspacken, das passt schon. Bin Die also da jetzt zwei noch so ein Life of bisschen. Rabbits Part so nennen. Einfach Mario plus Mavic-Part, genau. Folge 83, ja, Part 20 von meinem Adventskalender. Stuntman für den GBA, Full Walkthrough. Oh. Einfach das Ich bin komplette am Let's Zug. Play ohne Kommentar hochladen, ja. Ein Let's Play ohne Kommentar. Meine Crash and Burns Part 2 und 3 sind ohne Kommentar hochgeladen worden, weil es dumm war damals. Warum nicht? Remaster. Habe ich dann ein Jahr später gemacht, das Remaster, als Stream. Aber kommentiert. Das stimmt tatsächlich. Oder einfach nochmal unkommentiertes Gameplay. Also hast du ein Remake gemacht. Ja, stimmt, ja. Ja, ich will ein Remaster vom OG-Ding haben. Dann werde ich es einfach nochmal downloaden, in das Schnittprogramm packen, als 1080p rendern und dann wieder hochladen. 144p, bitte. Das ist ein Demaster. Ist auch schneller hochgeladen. Das stimmt.
Der König ist ein bisschen frei. Ich habe mich die Rochade falsch gemacht, aber das haben wir ja schon vorhin mitbekommen. Ja. Oh. Check Rochade eh nicht. Also ich kenne keine Situation, in der das wirklich Sinn gemacht hat. Weil die Idee ist ja letztendlich hinter den König halt wegzupacken, aber eigentlich sperrt man ihn dann eh nur ein in eine Ecke. Man sieht ja auch nirgendwo, welche Steine rausgenommen wurden. Aber Doch. gut. Echt? Ah ja, doch da. Ja. Okay, ihr seht das nicht, aber ja, okay, das ist vielleicht ein bisschen dumm, aber egal. Ich kann jetzt. Ja. Also Bislang ist halt nur ein Stein raus, ne? ich wollte das hier machen. Oder kann ich ja das letzte Mal kurz in den Filter reingehen? Das kann ich ja das On-Cam kurz bearbeiten. Weil ich glaube, da ist sogar noch Platz auf meinem Dokument. Ja, dann mache ich das mal. So. Ja, so, da muss ich es aber kurz ein bisschen be reinbewegen. Ich habe übrigens eine Cam aktiviert. Hi, Leute. Alter, mit Facecam. Mit Mütze. So, was hast du gerade gemacht? Ah, ja, okay. Ich sehe es, ich sehe es. Hält dir nicht, ne? Ja, ich habe, ja. Dass ich unachtsam war, das brauche ich jetzt nicht mehr sagen. Zumindest mal, ich auch gerade was eingestellt habe. Aber egal. Kater kratzt in der Tür, aber ich habe die Tür abgeschlossen, damit er nicht reinkommt. Ich Stark. schlingel. Ja. Liebe Leute, schreibt in die Kommentare, was ihr jetzt tun würdet. Macht einfach nach jedem Zug, den ich. Nach jedem Zug, schreibt einfach mal in die Kommentare, wie ihr weitermachen würdet. So immer, immer, immer wieder. Am besten für jeden Zug einen Lösungsweg angeben. Dankeschön. Oh, das finde ich gut. Ein bisschen. Oder finde ich das gut? Ja, doch. Ist okay. Nicht so Schachmatt. Ja. Nicht unmöglich, würde ich sagen, ne? Ah, nicht schlecht, nicht schlecht. Na, so das Beste, was gerade in meinem Kopf so losging. Wobei, ich habe gerade die Cam verändert und ich sehe gerade, wie die Steine aufgelöst werden. Ne, okay, da seht ihr nichts, da seht ihr nicht viel von. Ich hab's versucht, Leute. Du noch mal Mühe machen und jetzt immer in deinem Video das noch mit einfügen. So nachträglich einfach so hinmalen. Immer so nachträglich so reinmalen, einfach in Paint oder so. Warum nicht? Und dann machst du es so wie bei Niklas mit seinem Crash Bandicoot Let's Play, so Relikt 23 erhalten. Dieser Counter, weißt du? Ah, stimmt. Relikt 5. Dieser Bauer gefällt mir nicht. Das Karl der Sachsenschlechter erfährt. Was mache ich hier? Also hier ist die Dame. Die Dame ist auf D. Ihr könnt das generell merken, Leute, die Dame immer auf D. Und der König halt daneben. Das D steht für dick. Die da Warum ist dann der König da? Ah, verstehe. Eigentlich nicht. Könnte das hier machen, tatsächlich. Ja, ich mache einfach mal ein bisschen für. Ich log einfach mal für ein bisschen Spannung. Und opfere meine Dame. Glaube ich. Oder opfere ich sie? Oder auch nicht. Wenn ich das jetzt mache, habe ich schon unmittelbare Probleme. Nee, komm, ich mach einfach mal ein bisschen Spannung, Leute, okay? Ich bin Entertainer hier, so ein bisschen. Geht nicht darum, dass ich gewinne, es geht darum, dass das Video gut ist. Ah. Wenn ich dabei bin, dann ist es doch immer gut. Wenn ich deine bezaubernde Stimme höre, auf jeden Fall. Hätte ich an deiner Stelle übrigens genauso gemacht. Der Dame? Okay, dann mache ich das wieder rückgängig.
Du als Host kannst das sogar machen, oder? Wenn wir wieder komplette Züge zurücknehmen. Nochmal abspielen, analysieren, Spielstatistik ansehen, aufgeben, Zugrücknahme. Ja, ich kann die rechte Zugrücknahme anwählen. Und Remis anbieten. Ja, das brauchen wir jetzt nicht, ne? Das biete ich an, wenn ich kurz zum Verlieren bin. Und dann lehne ich ab. Zu Recht, zu Recht. Ja, die Schachpartien, wo am Ende nämlich noch zwei Könige übrig sind, sind halt eh scheiße. Das auf jeden Fall. Also das ist so eine Remis-Situation, was glaub. Ja, da kann man, glaube ich, gar nicht verlieren, oder? Also Wobei. meine längste Partie Schach war länger als meine längste Partie Monopoly und das hat schon einiges zu heißen. Das hat halt einiges zu heißen. Bin schon gerade so ein Tendier, nehme ich jetzt weiter mit der Dame irgendwas. Aber ich glaube, die Dame, die ist ja erstmal ganz nett. Weil, was ich eigentlich machen kann, wenn ich mir die Situation gerade mal so ein bisschen anschaue. Kann ich das machen? Ja, doch, ich glaube schon. Und wenn nicht, werde ich gleich als Messer belehrt. Dann ist natürlich jetzt die Frage, ob ich den Trade eingehe oder nicht, ne? Ja. Ich weiß auch gerade noch nicht so ganz, was du meinst, aber das verrate ich dir nicht. Ah ja. Meine linke Flanke übersehen. Ja, komm, dann weg damit. Ich finde es schön, wie du von mir einfach nur drei Bauern weg hast. Habe ich mir auch so ein bisschen gedacht. Habe ich ein Pferd? Ja, auch nicht dein Tower hier, ne? Ja, das habe ich einkalkuliert, wobei ich verliere meinen Bauern jetzt wahrscheinlich auch gleich, aber komm. Action! Spiel nächstes Mal, keine Ahnung, Dame. Okay. Jetzt ist irgendwie wieder. Okay, meine Dame ist. Apropos Dame, meine Dame ist noch recht weit aktiv. So interessant, wie einfach 900 Leute online sind. Bei der anderen App waren irgendwie 25.000 Leute online. Okay, das ist jetzt hier aber auch schachspielen.eu. Das andere ist wahrscheinlich weltweit, würde ich mal tippen. Ja. Vor allem Schach wie nur spielen, klingt auch schon sehr deutsch. Ja. Wie ist das andere Chess online oder so, das weiß ich nicht mehr. Müssen wir den Experten fragen, wie es mit URL aussieht. Vielleicht ist es auch einfach universell anwendbar. Dass Das er dann auf ist auch Englisch da eine. steht. Ja, gut. Wahrscheinlich sogar. Und nein, ich wollte keine Rochade machen. Der hätte auch den anderen Turm nehmen müssen. Wieso? Weil das immer nur mit dem Turm, soweit ich weiß, mit dem Turm noch funktioniert, der halt am König steht und nicht der andere Turm. Okay. Bin ich so tief drin? Ja, ich glaube, weil ich es halt nur so immer gesehen habe. Wenn du keine Idee für eine Playlist-Musik hast, dann habe ich schon ein paar Vorschläge. Also kein Resident Evil Safe Room Musik, alles klar. Nee. Nee. Ach, Menno. Nee, aber wahrscheinlich auch besser. No Front gegen dein dänisches Kinderprogrammmusik. Finnisches, oder was ist das nochmal? Niederländische? Ich weiß nicht, was du meinst. Gummibären und so, die halt auf irgendeiner anderen Sprache sind. Also Italienisch. Italienisch, okay. Habe ich aber noch nie als Hintergrundmusik gewählt, glaube ich. Doch, doch, in Rayman. Wo ich dir extra Songs vorbereitet habe, es in das Spiel reingepackt und es einfach nicht funktioniert hat. Ah, aber da habe ich auch gar keine Musik reingemacht, glaube ich. Och klar, dass er voll viel Musik reingeballert. Ich habe Musik erschüttert. Ey, ja, stimmt, 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 er stimmt, stimmt, habe ich. Ja, da
ist ein Fehler passiert bei den bei Repart 27 auf jeden Fall. Ja. Wieso wird das ja eigentlich nicht Türchen 27? Wie bitte? Wieso wird das hier nicht Türchen 27, dritter Advent? Ich weiß auch nicht. Nee, nicht dritter Advent, dritter Weihnachtsfeiertag. Nee, erster Weihnachtsfeiertag. Ich mache meine Feiertagsvideos mache ich wieder am 24. und 25. letztes Jahr. Nee, das wird dieses Jahr nicht so passieren. Das war ja richtig Chaos letztes Jahr. Endlich. Ja, keine Ahnung. Du greifst da gerade meinen Turm an. Ich sehe das. Keine Sorge, aber. Ja, komm dann. Geht er halt weg, Turm. Hätte seinen Turm nicht angegriffen. Er hätte ihn auch nicht viel gebracht, das stimmt schon. Eben. Das stimmt tatsächlich. Aber hey, wir haben einen Gleichstand. Zumindest wenn man über die Absolutzahl Steine nach der Anzahl der Steine geht, die raus sind. Ja. Aber du hast schon die wertvolleren. Das ist eine wahre Sache. Ich habe noch genug Pferdestärken, du hast keine mehr. Stimmt. Nee. Ich habe. Ja. Nix, was du auch nicht hast. Rayman-Musik. Für genau den Song, den ich eingereicht habe. Der geht auch nicht so lang, aber er ist einfach heftig. Passt er denn, Lo, als Untermalung? Und wird auch von meinem Video nicht gesperrt? Nein, Quatsch. Ich glaube, das war früher so ein YouTube-Song, den du auswählen konntest. okay. Das, ja. Glaube ich, ich weiß nicht. Also früher hattest du auf jeden Fall jedes YouTube-Video. Denkst du halt so, ja, das muss wahrscheinlich irgendwie da mal irgendwas drin gewesen sein. Selbst wenn der ist uralt. Ich glaube nicht, dass es da einen richtigen Urheber gibt. But I don't know. Ich habe ihn selbst noch nicht genutzt bei meinen Videos. Ja, du hattest übrigens letztens eine Frage, ich glaube, bei Niklas in den Kommentaren bezüglich der, oder irgendeine Anmerkung bezüglich der GEMA gestellt. Hattest du deine Frage da eigentlich schon geklärt, die du da gestellt hast? Nein. Also es war halt so, dass sich YouTube und die GEMA einfach mal irgendwann geeinigt haben. Und seitdem gibt's halt diese Meldung nicht mehr. Hm. Also die GEMA gibt's noch. Alles klar. Mann, das war echt gut von dir. Danke. Aber ist mir egal. Verzichten wir mal drauf. Damit. Ich hab, denke ich, einen besseren Trade damit gemacht. Auf jeden Fall. Ich habe nämlich auch komplett übersehen, dass da der Läufer ist. Aber gut. Ich presche mit der ganzen Scheiße immer so schnell wie möglich raus. Also eigentlich bin ich mit der Dame auch eigentlich schon mal die ersten 3-4 Züge draußen und mach alle weg. Mhm. Aber ist ja generell auch einfach nicht so gut geklappt. So eine Taktik, die ich halt noch zumindest wusste, dass es die gibt, dass man halt diese inneren, diese stärkeren Züge halt schnell rausspielen sollte. Mhm. Was ich halt auch nicht unbedingt getan habe. Also sprich so taktisch 2 Bauern raus und dann so, ja, mit dem Läufer raus, irgendwie raushüpfen. Ja. Und was man halt so Schönes machen kann. Apropos kann. Ich hab noch meinen Läufer. Mhm. Aber so langsam sterbe ich. Es zeichnet sich langsam ab, würde ich sagen. Mhm. Und das Krasse ist, es gibt ja quasi auch bei Schach so Elo, heißt das, glaube ich, ne? Es gibt einfach League of Legends liegen bei Schach. Das dann wäre ich wahrscheinlich irgendwie so Bronze 3. Nicht Schmutz. Ey, keine Ahnung, welche League gibt's bei League of Legends? Autoschach. Ey, wir sollten mal Boxenschach machen nächstes Jahr für Adventskalender. Geil. Ja, dann aber natürlich in 27 und nach jeder Runde spielen wir 10. Also wir boxen halt übelst oft aufs Fressbrett und dann immer 10 Minuten Schach spielen. Und dann geht's in die nächste Runde. Hilfe. Und dann ist Leone Champagner, girl. Ja. Ich brauch Platz. Ach.
geil. Doch, Mats. Nee. Schützkönig. Ach, schade, ich hätte. Oh, Moment mal. Das war... Also, weiß nicht. Hm. War das extra? Wahrscheinlich. Ich schwöre, es war nicht extra, ich war mal dumm. Aber habe ich halt echt nicht gesehen. Guck mal, jetzt wird ja alles wieder geregelt. Mir war dein Bauer einfach wichtiger, weißt du? Verstehe ich, verstehe ich. Und einmal, wenn alle Bauern weg sind, dann, ja. War's das mit der Wirtschaft? Nicht ganz unwahr. Und Eigentlich so nicht? ziemlich gar nicht unwahr. Ja, vor mir ist auch keine Figuren mehr. Ah. Naja, immerhin hast du auch meine Dame geschlagen, okay? Das stimmt. Gleichberechtigung und so. Ja. Ich kann aber schon mal spoilern, ich bin überhaupt nicht gut in Schachmatt legen. Das kann ich aber nicht. Das wird wahrscheinlich irgendwann einfach per Zufall passieren. Versuche ich doch mal einfach nach vorne zu kommen. Das ist ja schwierig mit dem Bauern, der da steht, aber gut. Oh Mist. Ja. Ja, ne? Ja, ne? Nur das fucking Turm. Na komm, den Bauern schenke ich dir auch noch. Komm, dann übst du jetzt dein Schachmatt legen. Du hast eine gute Vorlage. Was kannst du überhaupt? Also wirklich, wenn ich in Schach etwas nicht kann, dann Schachmatt setzen. Ich habe einfach nicht die kognitive Kapazität, um das zu berechnen, wo ich was hinstellen muss, als erkundigt sich nicht Also sag mal, ich bewegen habe jetzt kann. auf jeden Fall nur eine Position noch, wie ich mir stellen kann. Das ist die hier. Dann muss ich den wahrscheinlich hier hinsetzen. Ich glaube, dann kann ich jetzt aber hier den Turm wegnehmen. Ja, hey lol, bin ich dumm? Das wäre jetzt gar nicht mal so schlau. Frage natürlich halt, wie lange wir das ziehen wollen. Wie lange geht die Aufnahme? Okay, fast eine halbe Stunde. Schon ein bisschen lang für so ein Adventskalender-Türchen auf jeden Fall. Längste Türchen überhaupt. Gut möglich. Ich wollte eigentlich Karl so am 6. oder am 24., dass auch nochmal irgendwas Besonderes kommt. Mal gucken. Aber wenn die vierte Türchen auch was Besonderes ist, hey, gerne. Ich Vierte beschwere mich Türchen nicht. ist was Besonderes. Ich versuche mal, keine Ahnung, irgendwo hinzugehen. Ich bin für Diplomatie. Ich gehe jetzt zu dem König. Ja, gönn mal. Kannst du eh nicht hingehen. Mit sein muss, tötet auf dem Weg noch ein paar Bauern. Geil. Aber theoretisch hättest du mal. Ja, okay, jetzt nicht mehr, aber theoretisch hättest du schon mal eine ganze Reihe blockiert, dann so hättest du am besten halt mit anderen Figuren kommen müssen. Damit quasi die Reihe, also die zweite Spalte, die B-Spalte. Halt schon mal komplett belegt ist, aber jetzt kann ich hier wieder weg und zum König gehen. Aber wie gesagt, ich bin nicht gut da drin. Hi. Na, es geht. Hast auch viel verloren, Kumpel. Kumpel. Ah, ich werde es wieder spannend, wenn ich meine Sachen zurückhole. Ob das hier wohl geht? Wer schafft noch ein Remis? Ja, stimmt. Ja, du kriegst auf jeden Fall was zurück. Ja, wie gesagt, also bei manchen Schachsachen, da ist es tatsächlich aber auch so, dass du das nicht machen darfst. Für mich sind es solche Monopoly-Regeln. So, auf Los kriegst du mal doppelt, mal kriegst du es nicht. Ja, so mal auf Los doppelt, das mal auf Losladen doppelt, das ist eine Fanregel. Die gibt es offiziell auch einfach nicht. Ja, wieso nicht? Ja, das dachten sich die Fans halt auch und haben die halt dann gemacht, ne? Also die schlimmste Monopoly-Regel war die, wo du einfach direkt Hotels bauen darfst. Die habe ich bis heute nicht verstanden. Nee, also, also da finde ich die offizielle Regel halt mit, man muss nach und nach alles vollbauen, schon sinnvoll. Dass man erst überall Ja. ein Haus und überall zwei und überall drei. Was? Nee, das kenne ich nicht. Also ich meine jetzt zum Beispiel, wenn du halt nicht die komplette Farbgruppe hast, sondern irgendwie, keine Ahnung, die Schlossstraße oder die Das Parkstraße, ne? ist richtiger Dann Quatsch. baust du einfach direkt ein Hotel. Das ist richtiger Quatsch. Ja, voll.
Ja, was kommen? Ich wollte noch herausfinden, ob ich mit einem Bauern zurückholen kann, aber wir werden es nicht erfahren. Hättest du gerade Bauern auswählen können? Also du warst ja gerade eben schon da. Habe ich nicht drauf, ich habe einfach instinktiv auf die Dame raufgedrückt. Verständlich, verständlich. Na gut. Wie für das Video. Jetzt in der Stelle auch schon. Ja, langes Video. Hat Spaß gemacht auf jeden Fall. Ich Ja, denke das stimmt. mal, ich wäre jetzt dafür, dass wir jetzt nochmal eine private Runde spielen. Ja. Ja. Und, Ja. keine Ahnung. Im zweiten Türchen erzählt er dann, wie es ausgegangen ist. Nein, im fünften Türchen, wenn ich dran denke. Ich erzähle einfach im zweiten Türchen. Ja, danke schön. Und ja, danke auch Julian fürs Dabeisein. Und Sehr wir sehen uns gerne. zum nächsten Türchen. Ciao. Tschüss.